Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Trading Card Game. Und ich habe mich jetzt mal dazu entschlossen, dass ich mal ein bisschen was anderes mache. Warum gehe ich eigentlich an den PC? Muss ich gar nicht. Als sonst, ich habe ja mal angekündigt, ich werde irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, es wird wirklich schwierig, werde ich mal gucken nach Guides für Decks. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich werde mir mal ein Deck erstellen. Ich habe zwei rausgesucht. Das eine heißt Standard Haymaker Deck und das andere ist das Classic Haymaker Deck. Die sind wohl ganz gut und voll bekannt und keine Ahnung. Ich kenne sie nicht. So, und ich glaube, ich habe die auch. Ich habe die jetzt auf Englisch hier stehen, aber ich glaube, ich weiß, welche das sind. Und ich meine, ich habe die meisten davon auch. Also, sie kamen mir sehr bekannt vor. Ansonsten gucken wir mal. Sichlor soll man viermal reintun. Haben wir hier zweimal. Dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Hitmonchan, also Nocturne, glaube ich. Nocturne, Knogger, Klickli, Nocturne. Haben wir einmal. Brauchen wir auch viermal. Und Electek. Haben wir auch nur einmal. Warum soll man den eigentlich reinnehmen? Das ist doch voll kacke. Naja, ich würde da ja einfach mal den vertrauen. Also ich würde da jetzt wirklich blind reingehen. Ich gucke jetzt einfach mal. Will habe ich zweimal, braucht man viermal. Professor Eich braucht man... Auch viermal habe ich dreimal. Oh Gott. Zugewinnung? Nee, Energie. Absauger, genau, den braucht man viermal. Ich werde das mal ganz kurz einfach nur abgehen. Super Energy Removal. Weiß ich jetzt nicht, welcher das ist, aber ich glaube, den haben wir nicht. Aha. Deine Punkte. Nee, das auch nicht. Ich habe die halt hier echt nur auf Englisch und ich versuche gerade zu gucken, wie die heißen. Pluspower soll man viermal drin haben. Windhauch, genau, das ist die eine Karte. Viermal. Computer Search, Computersuche. Wo sind die? Pluspower Defender. Computersuche, die hatte ich doch irgendwo. Die habe ich doch schon mal bekommen. Okay, ich finde sie gerade nicht. Energien. Die haben wir aber alle. Kampfenergien 9 Stück. Elektroenergien 8 Stück. Und 4 doppelte farblose. Ach, Moment. Kann es sein, dass ich die nicht habe, weil die jetzt teilweise im anderen Deck sind, die manche Karten. Hä? Nein. Ach, jetzt mache ich gerade ein neues Deck, deswegen. Ah. 39 Stück, Moment. Ich klatsche mal ganz viele, welche Karten nehme ich. Ihr kommen hier im Deck nicht vor. Ich klatsche mal ganz viel hiervon rein. Einfach damit ich es speichern kann. So. Deck ändern. Moment, nee, ich will es eigentlich mal kurz so lassen, weil das, man kann doch auch eigene Decks abspeichern. Das würde ich ganz gerne machen, bevor ich hier irgendwas verändere. Und keine Ahnung, ich meine, ich verlasse mich hier auf die Sachen von irgendwelchen anderen. Waterworld Deluxe und so. So, jetzt habe ich es hier gespeichert. Ich verlasse mich hier auf die Sachen von einem anderen. Nein, ab. Bauen wollte ich. Oh. So, ich verlasse mich. Den Satz fange ich jetzt nochmal an. Auf die Sachen, die jemand anders hier im Internet geschrieben hat. Wenn das auch noch so bekannt sein mag, ich kenn's nicht und von daher. Vertraue ich da erstmal nicht den Sachen. Professor Eich kann man jetzt auch ein viertes Mal reintun. Bill auch viermal. Energieabsauger hatten wir viermal schon drin. Pokémon Center. Ist das vielleicht, nee. Item Finder. Und Itemsuche heißt das, glaube ich, einfach. Detektor, Windhauch. Oh Gott, ich versuche mir hier einen Trank zusammen zu, ein Deck zusammenzustellen.
und hab doch keine Ahnung. Mir fehlen halt diese Monster, das ist echt blöd. Hier habe ich noch ein Alternativdeck davon, halt das andere, das Classic. Das wäre mit Burenta. Viermal anstatt dem... Wo ist es denn da? Anstatt dem Sichlor. Das ist dann ja auch nur eine Karte mehr, die ich dann habe. Ne, wir lassen das mal abbauen. So, wir haben da nicht die Karten für. Ich kann es nicht abbauen, nicht? Nö, nicht Decksicherung, So, jetzt habe ich es mir gebaut, nicht? Ja, habe ich. Okay. So, das ist jetzt mein ausgewähltes Deck. Damit machen wir erstmal weiter. Es hat nicht geklappt mit dem Deck raussuchen und erstellen. Also, was soll's. Wir haben schon voll viele. Wir haben 1, 2, 3, dann da oben Feuerclub und den Wissenschaftsclub. Pflanzenclub fehlt noch, Psycho. Nee, oder? Pflanzen? Doch. Pflanzen, Psycho und Wasserclub. Wir gehen mal in den Wasserclub, weil da waren wir ewig nicht mehr. Und damals war sie am Schlafen. Vielleicht will sie jetzt gegen uns antreten, wo wir 5 haben. Hey, stopp, dieses ist ein verbotenes Gebiet. Diese Clubmeisterin schläft. Nö. Obwohl wir 5 wunderbare Orden oder Medaillen haben, lässt sie uns nicht rein. Können wir hier so vielleicht irgendwie rein da schwimmen? Nee. Wir haben ja auch keinen Pokémon mit Surfer. Das sind ja Karten. Die schwimmen, glaube ich, nicht so gut. Und würde ich sagen, gehen wir mal in den Psycho-Club, weil Wasser ist nicht irgendwie anfällig durch Psycho. Hallo? Na du? Ich bin Alex, der Meister des Psycho-Clubs. Du bist derjenige, der die Clubs besucht, um die Medaillen zu gewinnen. Woher ich das weiß, weil ich über hellseherische Fähigkeiten verfüge, okay? Dann will ich mal meine neue Taktik testen. Gegen dein Deck, bist du bereit? Ja, klaro. Wenn du gegen mich antrittst, dann spielen wir um 6 Preise. Bereit? Ja, klar. Psycho-Clubmeister Alex, bizarrer Psycho-Deck. Ich habe bizarrer Psycho-Deck gelesen und habe es weggeklickt. Aber ich glaube, das stand da nicht. Also ich hoffe es für ihn. Wäre ja echt peinlich, wenn das da stand. Ich habe eine doppelte Farblose. Oder habe ich 2? Wenn ich 2 habe, nee, ich habe nur eine. Dann werde ich erstmal Pummelhof spielen und Kangama dann erst auf die Bank tun. Obwohl andersrum wäre es, glaube ich, klüger gewesen. Egal, jetzt ist es zu spät. Er fängt an, der Alex. Auch mit dem Kangama, was ich ja erst wollte. Ja, mit der einen Karte mehr, das ist schon sinnvoll. Aber ich kann ihn auch einfach einschläfern. Wir setzen mal Bill ein. Oh, perfekt, noch eine. Damit hätten wir jetzt Kangama komplett ausrüsten können. Nee, dann gebe ich Kangama die zweite. Wiegenlied. Schlafe, Kangama, schlaf. Und das Baby in deinem Beutel vielleicht direkt mit. No. Das ist blöd, dass er vom Schlaf direkt geheilt wird. Also solange er ihm nicht mehr Energien gibt, ich meine, apportieren hilft ihm zwar, aber es stört mich jetzt persönlich nicht so. Es greift mich nicht an oder sonst was. Und wir haben gerade genug Karten, von daher will ich jetzt nicht wechseln. Ich würde sagen, dann machen wir dem Kangama so lange ein bisschen Schaden jede Runde. Ich glaube, mit einer Energie kann er ihn auch nicht auswechseln, da braucht er mehr. Pfund, ja. Ich glaube, er braucht tatsächlich 3 oder 4. Der Simsala, oh. Und jetzt zieht er neue Karten und er hat bald schon keine Karten mehr im Deck. Was ist denn das für einer? Muss mal aufpassen. Der hat schon 9 Karten weniger als wir. Oh. Er hat mir meine Karten gestohlen. Ja. Ich überprüfe mal Pummelhof. Rückzugkosten. 1. Okay. Irgendeine Art. Und dann setze ich Professor Eich ein, weil ich dann auch neue Karten will, wenn er neue Karten hat. Das ist übrigens sehr cool, dass er einen Löffel in der Hand hat. Das ist irgendwie sehr stilistisch. Was habe ich jetzt? Kangama, Pummelhof und Radfratz.
eine ausgewogen. Nein, ich wollte zu schnell gedrückt, verdammt. Jetzt haben wir ihm eine Karte geschenkt und einen Zug verschwendet. Arctos, sehr schön. Arctos rüste ich direkt aus. Nein, und... Ach, verdammt, ich dachte, mein Kagama hätte schon alle Energien. Gut, dann apportierst du jetzt auch. Und im nächsten Zug kannst du ihn dann fertig machen. Eine Wasserenergie auf Kagama. Aber gerne doch. Nur ein bisschen Glück. No. Ja, 60 Schaden, das reicht. Kagama ist down. Get down to the chopper. Oh, Chanaira. Wird sich wahrscheinlich einfach selber zerbomben, wie ich das sehe. Irgendwann. Arctos braucht 4 oder 3. Ja, genau, 3 oder 4. Oh. 40 Schaden, immerhin. Brauchen wir 3 Angriffe, um Chanaira auszuschalten, wenn das so weitergeht. Bei Kopf. Hm. Unser nächster Angriff hat keine Wirkung auf Chanaira, dann nehmen wir Apportieren. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, das war gerade irgendwie... Keine Ahnung. Eine Psychoenergie. Übrigens tut mir leid, dass ich jetzt den Anfang des Parts so verschuldet habe, aber naja, ich wollte es probieren. Ich könnte jetzt zu Arctos wechseln, aber nö. Also ich sehe es nicht ein, da jetzt Energien von Kagama wegzuwerfen, wo ich es doch auch mit Kagama bisher noch ganz gut schaffe, weil, naja, mich greift ja auch nichts direkt an oder so. Ich meine, klar, er kann sein Team ausrüsten, aber ich kann das auch. Also, er hat da jetzt nicht so den Übernachteil, Vorteil. Soll ich mir noch ein zweites Kagama ausrüsten, ist jetzt meine Überlegung. Kann ich kein Pokémon wegtun, sonst würde ich hier wen anders hin tun, nämlich Sternbu oder Lapras. Aber da ich das nicht kann, rüste ich Kagama aus. Ist sein Dings jetzt durchgekommen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Dann probiere ich es einfach mal. Ich weiß nicht, ob er Zähneknirsch schon anhat, wahrscheinlich ja. Ja, keinen Schaden. Gut. Ich wollte es probieren. Nicht, dass ich Schaden verschwende. Kagama gegen Kagama. Will er mich verarschen? Was hat denn er so? Simsala. 2 Stück. Gut, jetzt möchte ich doch langsam mal wechseln. Einfach wegen Blizzard. Damit kann ich seinem ganzen Team ein bisschen Schaden machen, wenn ich Glück habe. Und dann gehen die auch nach und nach alle kaputt. Ja, die haben einfach zu viel Leben. Und da ist jeder Schaden, den sie kriegen, bevor ich gegen sie selbst kämpfen muss, ein guter Schaden. Austos. Ja, ich kann nichts machen. Aha, zweimal Kopf miteinander. Guck, 20 Schaden schon auf jeden seiner Pokémon. Das ist doch gut. Und Chanaira ist damit eh schon fast besiegt. Habe ich Chanaira damit besiegt? Oh, cool. Ah, nee, ich habe Dings besiegt. Wo war ich nur mit meinen Gedanken? Kampf und Schadenstausch. Kampf und Fähigen. Ah, Moment, warte, was? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Da kann sich wahrscheinlich ein Pokémon aus dem Deck suchen. Ich lese es gleich nochmal. Bist du am Zug, kannst du vor deinem Angriff beliebig auf deine Schadenfolge von einem deiner Pokémon auf ein anderes Pokémon verschieben, solange du dieses Pokémon nicht Kampf und Weh machst. Diese Fähigkeit kann nicht eingesetzt werden, falls Simsala schlafen verwirrt oder gelähmt ist. Das ist ja krass, wenn er da 2 Simsalas hat. Und wir sind verwirrt. Gar nicht gut. Und 30 Schaden macht das auch noch. Das hält auch ein Arctos nicht lange aus. Na, ich versuche dann erst recht mit Blizzard Schaden zu machen. Ach verdammt, jetzt mache ich meinen eigenen Pokémon Schaden. Aber ich musste versuchen... Ah nee, jetzt mache ich mir nur selbst Schaden. Der Angriff muss ja auch erstmal durchkommen. Ja, jetzt... Gut, jetzt ist Arctos eh besiegt. Hm, seine Simsala scheinen echt stark. Habe ich noch eine Energie? Echt gar keine mehr?
Wir haben Yugong oder Starmie. Ich würde eher Yugong auf die Bank setzen wegen Yugong. So, eine Karte apportieren. Na ja, toll. Ich brauche eine Energiekarte, um Kometenhieb einsetzen zu können. Und jetzt hat er es mir versaut. Wenn er mir jetzt mein schönes, potenzielles Yugong kaputt macht, ist er ein Arsch. Und ich kann es auch nicht wechseln, weil ich keine Energien habe. Ja. Well played, Alex. Well played. Ich glaube, das wird nichts mit dem Duell gegen ihn. Diese Taktik, immer direkt zum Leiter zu gehen, ohne irgendwie ein neues Deck zu haben, das auf den Gegner abgestimmt ist, scheint nicht so gut zu funktionieren. Es sei denn, ich habe jetzt ganz viel Glück. Nein. Obwohl, eins? Nein. Naja. 20 Schaden? Das ist doch lächerlich. Kann man das irgendwie abtimen, dass man da perfekt trifft? Ich habe immer das Gefühl, das kann man. Jetzt hat er mir auch noch eine Energie geraubt. Ah, verwirrt sind wir wenigstens nicht. Resistenz, wir haben eine Resistenz gegen normale Pokémon-Attacken. Bringt uns aber auch nichts, wenn wir jetzt nicht angreifen dürfen. Ah ja, apportieren. Eine doppelte farblose Energie, perfekt. Nicht verwirrt sein. Ah, Kagama, du doofes, dickes Ding. Aber Resistenz, wieso haben wir eine Resistenz dagegen? Na, dann nehmen wir die, das reicht ja auch. Oh nein, ich will mich doch nicht... Ah, nein, ich habe mich nicht selbst verletzt, sehr gut. Oder? Hä? Ich dachte jetzt, bei Zahl verletze ich mich selbst und... Ah nee, bei Zahl ist der Angriff erfolgreich, sehr gut. So muss das laufen. Was? Er hat gerade alle seine Pokémon einfach komplett geheilt? Mit welcher krassen Karte war denn das? Überprüfen im Spielbereich seinen Ablagestapel, bitte. Entferne alle auf deinem Pokémon abgelegten Schaden, entferne dann alle auf deinem Pokémon Energiekarten. Ach so. Na gut, da hat er sich jetzt kratz geheilt, aber für einen Preis, den ich als zu krass beurteilen würde. Zahl, dein Pokémon wird sich selbst. Okay, es hat sich nicht selbst verletzt. Ach ja, nee, das ist ja Zahl. Verdammt, ich dachte, Pikachu war Zahl gerade für einen Moment. Na gut, solange er mir keinen Schaden machen kann gegen meinen Kengama. Normal-Pokémon scheinen da sicher zu sein. Finde ich gut. Oh Mann. Ja, jetzt besiegt Kengama sich einfach nach und nach selbst. Das ist doch auch bescheuert. Aber da sind meine beiden Kengamas echt gute Monsterchen. Ich versuch's noch einmal, sonst wechsle ich im nächsten Zug mein Kengama einfach aus. Obwohl, nee, dafür muss ich auch einen Verwirrungstest ablegen. Nee, solange ich noch lebe, versuche ich's. Also im nächsten Zug versuche ich noch einmal mit Kometenhieb anzugreifen. Schützt mich das auch vor eigenem Schaden? Ich weiß es nicht und heb's lieber auf für einen sinnvollen Platz. Oh, 60 Schaden, krass. Ich war gerade kurz still, weil ich dachte, boah, vielleicht kommen da 80 Schaden bei rum. Ja, verteil deinen Schaden. Ist mir recht. Du hast eh keine Pokémon mehr gleich. Oder? Warte mal, deine... Ja, prüfen im Spielbereich. Auf deinem Deck sind 9 Karten, auf meinem 11. Bummeluff. Noch mehr Normal-Pokémon. Oh, schade. Gut, ich wechsle gleich mein Kengama einfach aus. Und dann kann das auch direkt wieder verwirren. Das ist gar nicht gut. Ne, ich werde Bill nicht einsetzen. Obwohl, nee, ich probiere es jetzt mit Defender einmal. Noch einmal. Und vielleicht habe ich ja eh Glück. Nee. Kein Schaden, gut. Weil wenn ich mich damit Kengama besiege... Ich meine, ob ich Kengama jetzt mit 10 KP und einer Energie auf der Bank rumgurkt oder ob es einfach komplett weg ist, macht dann auch keinen Unterschied. Ja gut, es hat sich selbst besiegt. Das war jetzt zum Ende hin total dämlich von ihm. Kengama. Obwohl, hätte ich es einfach ausgetauscht direkt, hätte ich den Zug noch angreifen können. Aber es macht anscheinend auch keinen Unterschied mehr.
Vor allem gegen ein Chanaira nicht, denn das kann mich, glaube ich, nicht verwirren. So, es kriegt 80 Schaden und es kann auch seine KP nicht seine Schadensmarken nicht verteilen. Obwohl, das kann ja... Ach, verdammt. Er hat mir die Farbresenergie geraubt. Und ich habe keine mehr. Und, ich werde Apportieren nicht einsetzen. Er hat noch 5 Karten, ich noch 7. Ne, ich lasse es jetzt dabei. Wenn ich vielleicht noch Energiekarten ziehe, habe ich noch eine Chance. Sonst gewinne ich einfach durch mehr Karten. Warum habe ich auf seine Ablagestapel geguckt? Ich habe B gedrückt gehalten, als ich nach rechts gedrückt habe. Nö, das ist jetzt ein Aushaltduell. So gewinne ich gegen Alex. Auch eine schöne Art zu gewinnen, hatte ich auch noch nicht. Obwohl, vielleicht kann ich es noch schöner machen. Ne, das schaffe ich nicht. Innerhalb von 2 Zügen, glaube ich, so viele Preise zu nehmen. Obwohl, Chanaira ist besiegt. Damit nehme ich einen weiteren Preis entgegen. Ich habe 20 Karten auf der Hand. Und da ist ein Simsala. Es wird versuchen, mich zu verwirren. Es ist nicht verwirrt und es macht damit auch keinen Schaden. Und er hat noch einen Zug. Ich weiß nicht, ob er sofort stirbt oder erst im nächsten Zug. Auf jeden Fall geben wir nochmal alles mit Kometenhieb. Stimmt's, Kangama? Ja, stimmt. 40 Schaden. Vielleicht, wenn er jetzt noch... Ja, er darf noch einen Zug machen. Dann kann ich versuchen, noch Simsala zu besiegen. Und es ist auch nicht verwirrt, unser Kangama. Perfekt, wir haben das Duell gewonnen. Zwar auf eine seltsame Weise, aber wir haben gewonnen und das zählt. Oder darf er einfach weiterspielen und nicht mehr ziehen? Ich meine, er hat dann verloren, oder? Wow. Kein Treffer. Von 4 Stück, das nenne ich mal Pech. Entscheidung, wir haben gewonnen gegen Alex. Hättest du mal aufpassen sollen, dass du nicht so viele Karten ziehst. Ich habe doch sogar in einer Runde, als er ganz am Anfang irgendwann mal Professor Eich eingesetzt hat, habe ich doch sogar mal gesagt, pass auf, dass du nicht irgendwann keine Karten mehr hast. Das war ja ein Scherz, aber schön. Hä, ich habe verloren. Du musst wirklich gut sein, wenn du versuchst, die legendären Pokémon-Karten zu erben. Hier, nimm diese Psycho-Medaille. Und unsere 6. Medaille. Vogel hat die Psycho-Medaille gewonnen. Und hier, nimm diese Laborbusterpackung. Was ist drin? Falscher Professor Eich, der sieht einfach cool aus. Ein Arbok. Ein Nebolack. Ich glaube, das Dodri hatten wir noch nicht. Wir hatten Dodu. Hallo, ich Slimer. Und diese Musik ist so beruhigend. Ach, das war das letzte. Okay, und noch eine Laborpackung. Pantimos wurde gerade auch, glaube ich, einmal kurz gegen uns eingesetzt, aber dann direkt ausgetauscht. Naja. So spielt das Leben. Das macht ja gar keinen Sinn. Das war einfach nur irgendwie von mir so, hey, den haben wir gerade eben gesehen und dann irgendwas Philosophisches. Was nicht im Kontext stand. Ich denke über eine neue Strategie nach. Also komm später nochmal wieder. Ich warte auf dich. Ja, hahaha. Okay. Geh weg, Robert. Gut. Sehr gut. Habe ich jetzt eine E-Mail? Aber jetzt ist der Part eh schon zu lang. Das will ich gucken. Oh, ich habe es nicht gelesen. Ja gut, gib die Karten. Ich gucke mir gleich an, was du geschrieben hast. Quapo! Ein riesenstarkes Viech. Irgendwas Cooles, also richtig cool. Ich meine, davon hatten wir aber auf jeden Fall ein paar noch nicht. Was auch schon mal cool ist, aber nicht so cool. Oh. So, jetzt lesen. Bist du dein Ziel, die legendären Pokémon-Karten zu erben, näher gekommen? Alex und Psychoclub, ich habe einige Informationen über sein Deck. Er scheint, als nutzt du dieses Deck den Schadenstausch von Simsala. Es wird schwierig werden, sein Deck mit Psycho-Pokémon zu besiegen. Psycho-Pokémon sind trickreich, da ihre Schwäche bei den Psycho-Pokémon liegt. Versuche ihn zu besiegen, bevor sein Pokémon sich zu Simsala entwickelt. Alex ist ein starker Gegner. Hier, dies ist für dich, haben wir schon angeguckt. Halte durch, Vogel, und gib nicht auf. Masons Labor, Dr. Mason, Zwinker-Smiley. Ja, gut. Dr. Mason wusste vielleicht nicht von Alex selbstzerstörerischem Verhalten und ich will hier jetzt speichern. Ich will jetzt mal an Stellen speichern, wo ich noch nicht gespeichert habe. So, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Training Card Game. Euer Vogel. Tschüss.